So, dann schauen wir uns mal das Unboxing von dem RevoPoint Pop 2 3D-Scanner an. Ganz langweiliges Unboxing jetzt erstmal. Ist mein erstes Gerät dieser Art. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Und ja, da schauen wir uns erstmal an, was so alles im Lieferumfang ist. So, wir haben schon mal ein sehr schönes, hochwertiges Gehäuse, beziehungsweise, was heißt Gehäuse, eine Tragetasche. Gefällt mir schon mal sehr gut, so ein Hardcase. Gut, dann packen wir uns mal die einzelnen Teile aus. Hier haben wir den Drehteller. Dann haben wir das Stativ. Dann haben wir die olle Figur dabei zum Testscannen, die natürlich immer klappt. Die Frage ist, klappen auch andere Dinge? Dann haben wir den Pop-Scanner selbst. Einmal Quality Pass Card, einmal ein Gewinnspiel, wo wir einen nochmal gewinnen können und eine Anleitung. So, dann haben wir den Akku. Dann haben wir die Smartphone-Halterung. Dann haben wir eine Menge Kabel. Dann haben wir die Klebepunkte hier für den Drehteller oder für was auch immer man es nutzen möchte. Hier nochmal ganz viele Klebepunkte, hier nochmal irgendwas für die Drehplatte. Okay, das ist dann auch noch mal der Aufsatz für die Drehplatte, der dann oben drüber kommt. Ja, das war's zum Inhalt.